Ja, heute mal etwas anders, etwas ungewöhnlich. Sie haben die Kirschkönigin jetzt schon einmal gesehen, sozusagen. Sie hat sie in Empfang genommen. Haben wir sonst nicht so gemacht, sonst mussten Sie immer noch ein bisschen warten. Aber ich kann Ihnen sagen, es ist trotzdem spannend, weil sie wird sich nochmal in einer anderen Art und Weise präsentieren. Ja, warum machen wir das hier im Heimatmuseum? Wir feiern ja nicht nur das 21. Kirsch- und Ziegelfest, sondern wir feiern natürlich auch 700 Jahre Glindow. Und wo wird nicht besser die Geschichte von Glindow erzählt, wie hier im Heimatmuseum? Das Heimatmuseum präsentiert in wechselnden Ausstellungen immer wieder neue Facetten der Geschichte. Und wie Sie hier sehen in der Ausstellung, haben zum Beispiel junge Konfirmanden etwas erstellt. Sie haben über Menschen und Familien hier in Glindow geforscht und in ihren Plakaten erzählen Sie diese Geschichte. Glindow ist geprägt seit dem 15. Jahrhundert vom Abbau des Tons und von dem Aufstreben der Ziegeleiproduktion und natürlich auch vom Untergang im letzten Jahrhundert. Glindow ist geprägt vom aufstrebenden Obstanbau, wurde gar Obstkammer der Mark genannt. Hier in diesem Museum finden Sie eigentlich die gesamte Geschichte wieder, in Bildern, in Fakten und in kleinen Beschreibungen. Ja, und so wie Sie heute hier sitzen, so beengt haben die Menschen natürlich hier auch gelebt, mehrere Generationen unter einem Dach. Und das ist eigentlich auch das, was das Museum heute ausmacht, nämlich das Museum verbindet natürlich auch Generationen. Also wir haben unsere Kirschkönigin hier, die, ich sage mal, sozusagen die jungen Erwachsenen darstellen. Wir haben aber auch Kinder, Schulklassen hier, die hier Workshops machen, Arbeitsgemeinschaften. Und wir haben natürlich unsere liebevollen Mitglieder vom Heimatverein, die eigentlich der älteren Generation angehören und hier sehr engagiert arbeiten. Und diese Verbindung dieser Generation, denke ich mal, repräsentiert dieses Heimatmuseum ganz, ganz hervorragend. Ja, und insbesondere unsere noch amtierende Kirschkönigin, so wie sie hier steht, hat sie natürlich da auch ganz, ganz intensiv eingebracht in das Heimatmuseum. Dafür vielen Dank. Das ist eine ganz tolle Sache. Ja, und wir sitzen aber auch hier, weil Obstanbau ist eigentlich keine einfache Sache. Und wir wissen genau hier in unserer Region, wir sind eine sehr trockene Region. Und unser Brauchwasserwerk ist natürlich, ich sag mal, ein großer Fortschritt gewesen und hat den Obstanbau weiter vorangebracht. Aber wir sind halt nicht nur vom Wasser abhängig, sondern auch von anderem Wetter. Und so wie es halt in diesem Jahr war, so ist es auch in anderen Jahren schon gewesen, ist es halt auch mal möglich, dass es Frosteinbrüche gibt mitten in der Blütezeit und dann sind halt ein paar Kirschen weniger da oder vielleicht auch gar keine Kirschen. Und ja, das hat uns im Endeffekt dazu bewegt, dass wir uns heute alle hier im Heimatmuseum treffen. Also Obstanbau, keine einfache Sache und auch die Geschichte halt, die hier erzählt wird. Ja, anders wie in den Jahren zuvor hat sie heute die Kirschkönigin in Empfang genommen. Die Kirschkönigin 2017-18, Isabel Kaufmann. Sie wird für ein Jahr den Ortsteil hier repräsentieren und nicht nur das. Im vergangenen Jahr sind wir im Festkomitee in eine Kooperation mit dem Verein Zuckerbaum e.V. eingegangen. Und diese Kooperation war für Zuckerbaum e.V., denke ich mal, ganz erfolgreich und natürlich für uns auch. Und das Engagement von unserer Kirschkönigin ist da sehr, sehr groß gewesen und hat den Verein weiter vorangebracht, denke ich mal. Und hat natürlich auch was damit zu tun, dass sie halt Nachhaltigkeit erzeugt und auch einen nachhaltigen Eindruck erzeugt hat und das wahrscheinlich auch in Zukunft machen wird mit Zuckerbaum e.V. Wird die neue Kirschkönigin fortsetzen, wird Annika fortsetzen. Aber unsere künftige Kirschkönigin 2017-18, Isabel Kaufmann, hat sich ein ganz anderes Projekt einfallen lassen und genau dieses Projekt und sich selber möchte sie nochmal vorstellen und deswegen einen kleinen Moment Geduld. Weil sie wird sich jetzt nochmal in einer anderen Art und Weise präsentieren. So, und jetzt habe ich dich eigentlich schon vor 5 Minuten angekündigt. Ja, es hat ein bisschen länger gedauert, tut uns leid. Und ich bitte dich einfach mal darum, dass du dich vorstellst und dein Projekt vorstellst. Ja, das mache ich. Also, ich begrüße erstmal nochmal alle herzlich. Jetzt sind ja alle im Rahmen. Ich bin Isabel Kaufmann, bin 27 Jahre alt, komme hier aus dem schönen Ort Glindow, bin hier auch geboren worden, aufgewachsen, zur Schule gegangen.
und bin beruflich Physiotherapeutin, arbeite hier auch in der Praxis in Glindow im Vitalcenter Naturium, die mich da auch sehr unterstützen mit der ganzen Kirschkönigin-Sache. Hab sie also immer auf meiner Seite. Ja, nochmal ganz kurz, was ja bestimmt alle wissen wollen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Ich hatte die Frau von Fred bei mir auf der Behandlungsliege zu liegen. Und irgendwie kamen wir dann ins Gespräch. Und ja, als Kind himmelt man ja eigentlich immer so die Königin bzw. die Hoheiten an. Nicht nur die Kirschkönigin, sondern ja auch alle anderen. Und im Verlauf des Gesprächs kam dann, dass sie meinte, Mensch, eigentlich suchen wir ja jedes Jahr jemanden. Und ob ich nicht das Interesse daran hatte. Und so kam das Ganze auch, dass ich dann gesagt habe, eigentlich, wenn du sie immer anhimmelst, kannst du das Ganze doch auch gerne machen. Schließlich wohnen wir in so einem schönen Ort, den muss man doch auch repräsentieren. Und das ist im Endeffekt auch natürlich das oberste Ziel in meiner Amtszeit, den Ort hier zu repräsentieren und den Leuten zu zeigen, wir wohnen hier, wo andere Urlaub machen. Natürlich auch im Bezug auf die 700-Jahr-Feier, um das einfach auch nochmal so ein bisschen in Verbindung zu holen. Die Alten mit den neu zugezogenen, da einfach eine Verbindung zu schaffen. Und natürlich als weiteres Ziel meiner Amtszeit weiterhin Zuckerbaum zu vertreten, weiterhin die Kooperation beizubehalten. Und dann gibt es dieses Jahr auch ein wunderschönes neues Projekt und das ist der Wünschewagen. Den werde ich dieses Jahr auch präsentieren. Um kurz mal ein bisschen was zum Wünschewagen auch zu erzählen. Der Wünschewagen ist ein Wagen, der sterbenskranken Menschen letzte Wünsche erfüllt. Egal, ob es eine Fahrt zur Ostsee ist, eine Fahrt ins Fußballstadion ist oder nochmal die Familie besuchen, das schafft der Wünschewagen eigentlich immer. Wir haben bis jetzt viele gute, schöne Sachen gehabt mit vielen Gänsehautmomenten. Ich bin selber ehrenamtliches Mitglied seit Anfang des Jahres in Brandenburg, sind seit September letzten Jahres. Und ja, ein sehr schönes Projekt, was einfach in Verbindung mit Zuckerbaum dafür, glaube ich, auch ganz gut geeignet ist, um an Annika nochmal beizuhalten, an Annika nochmal weiterhin zu gedenken. Ja, und... Okay, lass das so stehen. Ja, doch, aber dass sie weiterhin ihre Amtszeit, wie sie so schön gemacht hat und ich auch eine super Unterstützung durch Annika hatte, mir selber viele Fragen beantwortet hat, mir Nervosität abgenommen hat. Und dafür möchte ich auch Danke sagen. Natürlich auch einen Riesendank an unsere Manu, die sich, glaube ich, gerade ein bisschen versteckt. Genau, Manu, du kannst ruhig reinkommen. Für die wunderschönen Kleider. Gerne. Die mir das schöne Kleid reingezaubert hat mit den vielen Varianten. Ein Dank an Fred. Ja, und ich freue mich ganz doll auf die Amtszeit. Und bin sehr neugierig, was alles so Schönes auf mich zukommt. Ja. Hallo, mein Name ist Isabel Kaufmann. Ich bin 27 Jahre alt, komme aus Glindow, bin auch hier geboren und aufgewachsen. Ich bin gelernte Physiotherapeutin, arbeite hier in Glindow in einer Physiotherapiepraxis, das Vitalzentrum Naturium. Und ich bin die neue Kirschkönigin 2017-2018. Was verbindet Sie mit der Kirche? Mit der Kirche verbindet mich ganz viel. Als Kind bin ich gerne in den Plantagen gewesen, war gern dabei, auch mal eine Kirsche zu naschen, zu kosten. Und es ist einfach ein sehr schönes Obst, es ist süß. Und ich denke, in dem schönen Kleid bin ich auch eine süße Kirsche. Was erwarten Sie von dem Amt der Kirschkönigin? Ich bin sehr neugierig auf das Amt der Kirschkönigin, freue mich ganz doll drauf, freue mich darauf, mein Projekt vorzustellen und freue mich auch darauf, den schönen Ort Glindow zu repräsentieren, den Leuten zu zeigen, hier wohne ich, wo andere Urlaub machen. Und das ist, glaube ich, mit die Hauptaufgabe im Amt der Kirschkönigin, den schönen Ort Glindow zu repräsentieren. Nicht nur mit der Kirsche, sondern auch mit der Ziegelei und allen schönen Sachen, die wir in Glindow haben, wie zum Beispiel das Heimatmuseum, wovor wir uns heute auch befinden. Haben Sie die Unterstützung für die Tätigkeit von Ihrem Arbeitgeber? Werden Sie freigestellt für bestimmte Repräsentationen? Ja, ich werde von meinem Arbeitgeber freigestellt, da es sich ja auch um eine Physiotherapiepraxis in Glindow handelt und ja auch die Physiotherapie viel verbindet mit Glindow. Und von daher steht ja mein Arbeitgeber voll und ganz hinter mir.
Ich bin Manuela Giese, komme aus Glindow und entwerfe das Kleid für die Kirschkönigin. Sie haben nun das fünfte Kleid entworfen und genäht. Wo nehmen Sie die Inspiration her? Die Inspiration kommt von der Person an sich und ist eigentlich ein Geschenk, weil sie von ganz kurzen Momenten abhängig ist, indem man achtsam ist und versucht, die Person zu entdecken, die in diesem Kleid drin steckt. Sie sagten ein Geschenk. Heißt das, die Königin darf das Kleid behalten? Ja, das darf sie auch behalten. Also die letzten Kleider waren wunderschön von Ihnen. Wie wird es in Zukunft sein? Oh, das für die Zukunft ist es auch. Also die Person wird mir ja im Dezember schon vorgestellt. Und da ist auch ganz doll wichtig, dass man ein Gefühl zu dieser Person entwickelt. Und wenn ich das nicht haben sollte, weiß Fred auch Bescheid, dass ich es dann ablehnen werde. Also ist es nicht unbedingt immer, dass es von mir ist. Das ist also wichtig. Entscheidungskraft liegt auch bei der Trägerin. Ja, von der Energie, die zwischen den uns beiden entsteht. Wie lange nähen Sie an so einem Kleid? Beschäftigt bin ich damit seit Dezember. Also in dem Moment, wo ich weiß, wer die neue Person ist, wer die neue Kirschkönigin wird, ist das eigentlich schon ein Projekt, was sich dann bis heute, also ja, mit dem ich dann beschäftigt bin. Und arbeitsmäßig sind natürlich viele kleine Details an so einem Kleid und arbeitsmäßig sind sehr, sehr viele Arbeitsstunden. Aber mit Liebe.